Wir sind jetzt auf der Fahrradtour von unserem Campingplatz La Siesta de la Gaviota nach San Lucar und fahren hier auf dem alten Bahndamm. Das Ganze nennt sich jetzt Via Verdes, grüne Wege. Welche Strecke haben wir dann ungefähr? Ja, das sind, glaube ich, schon knapp 7 Kilometer oder etwas mehr als 7 Kilometer. Also 20 Minuten werden wir vielleicht fahren. Wenn wir schnell fahren. Wenn wir schnell fahren. Wenn wir langsam fahren, eine halbe Stunde maximal. Ja. Wir sind auf dem Weg nach San Lucar, machen Zwischenstationen am Playa de la Jara und schwingen uns gleich auf die Räder und fahren die 3 Kilometer noch nach San Lucar. Okay, sind wir jetzt angekommen? Was hältst du denn von dieser Veranstaltung hier? Ja, ganz schön laut und viele Menschen. Aber ich fürchte, es wird heute Abend noch viel mehr. Ja, bis jetzt haben die sich alle noch so ganz gut im Griff, ja? Aber einige, die sind schon ziemlich lustig, oder? Ja.
Naja, sind wir mal gespannt, wie es heute Abend aussieht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal hinkommen. Glaube ich nicht. Da hat mich doch eben gerade ein Spanier gefragt, wo das Fest stattfindet. Ich habe uns erst gar nicht verstanden, weil es so laut war. Und dann habe ich mitbekommen, was er wollte. Dann habe ich ihm gesagt, geh doch einfach mal dahin, wo der Krach herkommt. Frag mich doch mal, was ich von dem Fest halte. Lothar, was hast du denn von dem Fest gehalten, auf dem wir waren? Also, es war schön, schön laut. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war bemerkenswert. Na, es sind doch viele schöne Frauen rumgelaufen in Flamenco-Kleidern. Das ist wohl wahr. Na, so. Das ist wohl wahr. Ja. Ja, was war denn das für eine Party? Das war die Feria de Manzanilla. Und das heißt auf Deutsch? Das Fest des Manzanilla. Manzanilla ist ein Weißwein? Das ist ein Sherry, ein gesplitteter Weißwein aus bestimmten Trauben, die nur hier in der Gegend wachsen. Aha, also ein lokales Fest aus Anlass der lokalen Weine.